Was das Auto für die Großen ist, ist das Bobbycar für die Kleinen. Das rote Plastikauto, ein Spielzeugklassiker und beim Nachwuchs sehr gefragt. Seit über 45 Jahren gibt es das Spielauto aus Kunststoff bereits, in Deutschland erfunden und produziert. Einst als Hilfe zum Laufenlernen entwickelt, ist das Kultspielzeug nicht nur bei Kleinkindern beliebt. Das Bobbycar hat den Sprung in den Sport geschafft. Alle 2 Jahre donnern die kleinen Fahrzeuge durch Kempenich, ein Ort im Kreis Ahrweiler. Dann steht die deutsche Meisterschaft im Bobbycar-Fahren an. Auf einer 800 Meter langen Strecke geht es quer durch den Ort, steil bergab und das möglichst schnell. Bei den Profis sind da schon mal Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h möglich. Die Teams machen ihre Fahrzeuge für die Rennen fit. In der Jugendklasse gehen Fahrer und Fahrerinnen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren an den Start. Ganz ungefährlich ist auch dieser Rennsport nicht. Helm und Schutzkleidung sind Pflicht. Zuerst die Einführungsrunde und danach geht's dann in die Zweikämpfe. Bei heißen Temperaturen geht es über den Asphalt bis ins Ziel. Strohballen zum Schutz der Fahrer sollte ein Bobbycar aus der Kurve fliegen. Die Bobbycar-Freunde Kempenich als Ausrichter hatten auf der gesamten Strecke für Sicherheit gesorgt. An 2 Tagen gingen rund 10 Vereine an den Start. Der Bobbycar-Sport scheint dabei einer der wenigen Sportarten zu sein, bei dem die Nachwuchsgewinnung kaum ein Problem darstellt.